Ich würde vielleicht beginnen mit der Schlussansprache des Papstes, die Ihnen ja wahrscheinlich auch schon vorliegt. Ich glaube noch nicht in deutscher Übersetzung, aber in anderen Übersetzungen liegt sie vor. Sie ist sozusagen wie ein Schlüssel, um auch den synodalen Prozess zu verstehen. Der Papst wollte überwinden, meine ich, den vermuteten Gegensatz von Wahrheit und Gerechtigkeit, Doktrin und Pastoral, wie es Kardinal Schönborn gerade gesagt hat, eine pastorale Bekehrung. Pastoral und Doktrin sind aufeinander bezogen. Wie kann man über die Lehre der Kirche sprechen, ohne das Leben der Menschen zu kennen? Das ist aufeinander bezogen. Das ist ihm ein wirkliches Anliegen. Und das haben wir in diesen ein, zwei Jahren gemerkt, die großen Diskussionen, die geführt wurden. Und auch das Dokument, was Sie jetzt sehen, ich muss sagen, am Ende bin ich selber überrascht, was rausgekommen ist, weil ich zwischendurch natürlich auch durch Höhen und Tiefen hindurch mal gedacht habe, kommen wir zum Ziel, kommen wir zu einem Text, der wirklich auch etwas aussagt. Und wenn ich das jetzt anschaue, denke ich, er ist doch sehr reichhaltig geworden, gerade im Blick auf das, was Kardinal Schönborn gerade gesagt hat, das Sehen, das Hinschauen, das Wahrnehmen, das Verstehen wollen. Ich kann mich an kaum einen Text der letzten Jahrzehnte erinnern, wo das so intensiv in dem ersten Teil in beschreibender Weise versucht wird, dass auch nichts ausgelassen wird. Man hat fast den Eindruck, wir wollen auch keine Situation, in die Menschen hineingeraten, vergessen. Natürlich ist es dann auch in manchen Teilen ein Kompromisstext, eine Synode. Es wird diskutiert, auch heftig diskutiert. Warum sollten wir das verschweigen? Der Papst selber sagt es in seiner Ansprache zum Schluss. Es ging hin und her, gerade an bestimmten Punkten. Das wissen Sie alle und insofern muss man das hier nicht übergehen. Aber dass am Ende dann doch ein Text da ist, den wir dem Papst jetzt geben können, der sehr gut gegliedert ist in Sehen, Urteilen, Handeln, so wie es ja auch von ihm vorgegeben war, das macht mich sehr froh. Ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass wir hier einen Schritt vorangekommen sind. Ich teile auch die Meinung von Kardinal Schönborn, dass es ein historischer Schritt ist. Wenn Sie die Sprache anschauen, wenn Sie sehen, wie der Prozess gelaufen ist. Der Prozess selber ist eben auch etwas Neues. Da kann man manches verbessern. Es ist das erste Mal, dass wir so etwas in einer Zweistufigkeit versuchen. Darüber kann man lange diskutieren. Aber erst einmal dürfen wir doch am Ende sagen, wir sind sehr froh, dass es so gelaufen ist und dass wir zu einem Ergebnis kommen, was wir vielleicht am Anfang nicht erwartet haben, dass wir dem Papst das geben können. Dass es ihm ermöglicht, das war ja auch unsere Sorge, ich habe mit manchen von Ihnen ja auch gesprochen, dass es ihm ermöglicht, einen Weg weiterzugehen. Er hat ja die Brücke geschlagen heute zum Jahr der Barmherzigkeit. Manche haben mich schon gefragt, ja, wann wird der Papst etwas sagen? Ich weiß es nicht. Er hat das nicht angedeutet, aber er hat eben in seiner Schlussansprache gesagt, das ist eine sozusagen ein Hinweis, ein Blick auf das Jahr der Barmherzigkeit. Insofern dürfen wir vielleicht hoffen, dass im Laufe dieses Jahres der Barmherzigkeit auch hier eine Antwort kommt und er das Material, das, was wir erarbeitet haben in den ein, zwei Jahren, auf seine Art verarbeitet. Wir können sagen, die Bischöfe haben seinen Weg, es ist ja mit zwei Drittel Mehrheit jeder Satz verabschiedet worden, unterstützt. Das ist sehr wichtig für mich, dass wir am Ende sagen können, wir haben diskutiert, wir waren uns nicht immer einig, wir haben versucht, Kompromissformeln zu finden, aber insgesamt kann man sagen, ist der Weg des Papstes gestützt worden. Und er sieht das auch so. Und er fühlt sich ermutigt, es sind keine Türen geschlossen worden für das weitere Überlegen, sondern es sind Türen geöffnet worden, vor allen Dingen im Blick auf die schwierigen Situationen von Menschen. Und vielleicht auch ein letztes, man könnte sehr viel dazu sagen, aber ich will Ihren Fragen da nicht vorgreifen. Sie haben ja, denke ich, eine ganze Reihe von Fragen. Für uns ist wichtig, das hat der Papst ja auch noch einmal unterstrichen in seiner Schlussansprache, dass das Thema Familie und Ehe so prominent weltweit platziert worden ist. Das ist für uns als Kirche ein gemeinsames Anliegen. Da gibt es, glaube ich, keine Ausnahme. Da gibt es 100% Einstimmigkeit. Nicht nur zwei Drittel, sondern 100% Einstimmigkeit, dass man sagt, das Thema Ehe und Familie ist für die Zukunft jeder Zivilisation, jedes Gemeinwesens, der Kirche, der Weitergabe des Glaubens, der Humanisierung des Lebens, der Welt von außerordentlicher Bedeutung. Und dass wir das weltweit diskutiert haben in einer Institution wie der katholischen Kirche, die eben weltweit präsent ist, das auf den Weg gebracht haben, finde ich eine großartige Erfahrung. Wir haben natürlich auch gelernt,
das hat der Papst auch gesagt und auch in unserem Text und in der Diskussion war das deutlich zu spüren, dass es kulturelle Unterschiede gibt, dass wir auch wahrnehmen müssen, wie verschieden die Situation in Ländern ist, in Kulturen, Kontinenten. Darauf hat er hingewiesen. Das wird auch eine Frage für die Zukunft sein. Wie gehen wir damit um? Das auch, und das ist vielleicht etwas neuer, als es in der Vergangenheit war, dass wir auch die biografischen Entwicklungen ernster nehmen, dass man sieht, jeder Mensch ist nicht einfach in jedem Augenblick seines Lebens gleich verfasst, sondern er hat Situationen, in die er neu hineinkommt. Er hat Entwicklungsstufen oder sie, oder man fällt zurück, man erlebt Scheitern, Neubeginn. Also diese biografische Vielfalt, dass wir auf sie auch zugehen müssen. Herr Kardinal hat es ja gesagt, das ist eigentlich der wichtige Begriff der Unterscheidung sowohl der verschiedenen Kulturen, der Situationen, der Erfahrung, die jemand macht und nicht eine Doktrin, die von oben übergestülpt wird, sondern wie wir in unserer Sprachgruppe ja auch gesagt haben, wie es der Heilige Thomas schon gesagt hat, dass diese Prinzipien in die konkrete Praxis, in das konkrete Leben hinein überführt, angewandt werden müssen. Oder der Papst hat gesagt, das Wort inkulturiert werden müssen. Also das ist alles ermutigt worden. Man kann an so einem großen Text natürlich viele, viele Punkte finden, wo Sie wahrscheinlich sagen, wie ist das gemeint, wie ist das gemeint. Da beginnt jetzt die Interpretationsgeschichte. Es ist ja ein veröffentlichter Text. Wenn er auch dem Papst gegeben wurde, wird er auch in der Kirche seine Dynamik entfalten. Der Papst will, dass er veröffentlicht wird. Also jeder Katholik, jeder Christ, jeder Mensch guten Willens kann den Text lesen und sich darüber äußern, kann sich da verständigen, kann das kritisieren. Und da sind natürlich bei einem solchen Text eine ganze Reihe an Impulsen und Fragen drin, die weitergeführt werden müssen. Aber es ist ein positiver Impuls, um das ganze Thema voranzubringen. Also insofern bin ich am Ende dieses Weges sehr, sehr froh.